Was kommt das jetzt eigentlich an Einfluss hier drüben? 30, keine Ahnung, 30. Muss ich nicht verstehen, dass das so teure Zahlweg ist. Oder vielleicht weiter außerhalb, wenn es außerhalb unseres Einflussbereichs ist und wir dann kolonisieren, dann könnte es vielleicht mehr kosten. Das ist möglich. Ich könnte aber die Savix-Quast Forerunners platt machen. Also allgemein diese ganzen zwei, denken wir so unser nächstes Projekt. Wie viel fehlt denn eigentlich für den Sieg? Ja, da sind wir schon so relativ weit. 152 der 191, die wir brauchen. 17 Reiche zu erobern, ja. Aber ich vermute einfach mal, dass wir dann erstmal diese zwei Forerunner noch platt machen werden. Als halbwegs Herausforderung. Denke ich mal. Und da fangen wir vielleicht direkt mal an mit Nachbarn hier unten. Oder? Die Forerunner hier oben. Da kommen wir so schlecht dran. Ich meine, hier rüber halt, aber. Oder? Machen wir's? Nee. Weil. Da haben die. Aber wir können noch ein bisschen was zu tun hier oben, eventuell. System Survey complete. Anomaly found. Ja, auf Forsch einfach mal. Ich denke mal, wir werden einfach die Flotte hier runterschicken. Ist eigentlich fertig auf dem Mesomal ist schon aus. Das ist ja du sein. Brauchst du noch? Ah, eins brauchst du. Sehr schön. Dann kann ich die 40.000 Flotte schon mal wieder hinschicken. Da. Du fliegst mal nach. Eigentlich haben wir ein bisschen Zugang hier drüben, Wascham. Naja. Halbwegs interessante Schlachten auch nochmal sehen. Weil ich was vermute, dass wir dann erstmal wieder alles auf eine Flotte zusammenstützen, weil das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass da eine große Schlacht kommt und dann wird es das wahrscheinlich schon gewesen sein. Denn die werden ja wahrscheinlich ihre Flotten zusammenziehen. Würde jedenfalls Sinn machen, würde ich sagen. Auf Achima hat 5-1 eine Alien-Kolonie gegeben oder zumindest den Versuch, eine aufzubauen. Wissenschaftler wird hier Pendim den Adaska. Mal was Neues. Berichtet, dass die Bemühungen offensichtlich verfrüht waren, da die baufälligen Gebäude niemals eine Chance gegen das feindselige Klima von Achima 5 hatten. Da die Hasarion 4 nicht unverzichteter Dinge wieder abfliegen wollte, barg man eine defekte Atmosphärenfiltereinheit, die für uns recht interessant sein könnte. Die kanidische Gottkaiserreich würde niemals solche wiedergeben. Natürlich. Jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, nicht mehr wirklich viel Möglichkeiten haben zu scheitern eigentlich, denke ich. Da muss jetzt schon was sehr Krasses passieren. Und so sieht es zurzeit nicht aus. Mit den kristallen Identitäten jetzt hier. Detakan, Zivilisation inzwischen. Machen wir die schlau oder machen wir die nicht schlau? Anscheinend nicht. Ja, true, weil ich euch nicht einfegen. Links von uns leuchten zu. Ja, mach mal. Ich möchte mal wissen, was da passiert. Ob die dann weggehen. Ist das überhaupt die Detakan-Zivilisation? Ja, ist es. Ja, mach das mal. Weil das war, glaube ich, auch nicht so gedacht. Kolonieschiff. Du kannst mal hier drüben kolonisieren. Nur einige Planeten. Oder wir kolonisieren woanders. Wobei hier oben mal langsam so alles soweit fertig eigentlich. Wo gibt es nochmal was? Da, ach, mein Gott, den großen Planeten auf jeden Fall kolonisieren. Ganz deutlich. Eine Reihe von Individuen, das haben wir schon mal gehabt, das ist nichts Neues. Könnten eigentlich mal hier raus.
Du nur den Sektor verwalten, den ich kann aktiv haben. Ja. Du bist welcher Sektor? Mal nach Zahlen. Das ist ja die Frage, welcher Sektor das ist. Also, das ist der drüben. Ja. Gut. Mach das mal zu. Nee. Nee. Fast. Was ist denn jetzt? Sinneswandel. Während wir uns auf Essjag und Prime noch tiefer verwurzeln haben, bestimmte Individuen damit begonnen, vom rechten Weg abzukommen. Das war zwar zu erwarten, aber diese Individuen haben unterstützt. Die Gruppe ist der Ansicht, dass uns unsere spiritualistische Sichtweise des Universums nicht schnell genug voranbringt. Sie hat eine materialistische Auffassung des Kosmos für die Antwort. Sollen sie ihren eigenen Weg finden, wenn sie denken. Ich meine, das wird dann, denke ich mal, wieder anders. In der nächsten Generation spätestens. System Service. Flotten sind da. Flotten scheint da zu sein. Warten, ob hier das Schlachtschiff fertig ist. Und dann sollte das eigentlich passen. Kannst du das dann fügen, normalerweise. 52.000, ja. Und danach könnten wir eigentlich neue Kundische verbauen. Animationsstreit macht, Immersionsstreit macht dann noch. Achso, können wir. Colony established. Ja, ja. Research complete. Forschung. Ach, es ist alles so spannend an den Forschungen. Explosivwaffen. Colony established. Normale Geschwindigkeit runter. Gut. Und da haben wir 54.000 der Flotte wieder zurück. Und damit können wir jetzt runterfliegen noch. Blub. Und einfach euch schon den Krieg erklären. Hm. Ich. Es. Colony established. Ich kann ihnen den Krieg erklären, aber ich kann irgendwie nichts machen. Was? Ach so, ich soll den Filter rausnehmen. Demütigen? Nee, ich möchte keinen Planeten von euch haben. Established. Nee, nicht ganz. Sein Planet bleibt übrig, wie es aussieht. Ich schaue dann übrig mal. Den da. Ja. Würde ich sagen, welches ist das jetzt? Der da. Der Hauptplanet. Einer von den Hauptplaneten, besser gesagt. Ja. Oh, guck mal. Können wir machen. So, dann schicke ich euch einfach mal runter. Dann greift die diese Flotte an. Wünsche ich mir, dass wir uns auch angreifen oder so, um sozusagen zu schweren oder ob sie uns dann direkt angehen. Wir haben auf jeden Fall schon mal keine Ringwelt gebaut. Das ist schon schade. Oh, sie ist schade. So. Auf sie mit Gebrüll. Moment. Du nicht, nee. Du nicht mit Gebrüll. Du da eigentlich. Naja, dich. Da. Du bleibst erstmal hier. Hat jeder von euch einen Admiral? Ja. Ja, brauche ich nicht auf die andere Flotte zu warten. Wobei ich dich dann trotzdem, Moment, ich schick mal die Invasionsstreit macht. Nach Ormagus. Ormagus Prime, genauer gesagt. Dass die mir nicht wegschießen. Blup. System Survey complete. Hm.
Ja, ja, der liebe Gerogun. So, ihr seid auch da, also mit auf die da. Was? Angriff! Angriff! Charge! Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Was? Was zum Teufel? Moment. Ja. Okay, die sind alle auf einem Platz, deswegen sehe ich das nicht. Es ist ja bescheuert. Ja. Das ist ja doof. Schiff ab. Egal. Station under attack. Construction ships under attack. Ja, Konstruktionsschiff ist nicht so wild. Ja, aber wir verlieren Schiffe. Naja gut, es ist halt auch gegen Forerunner-Flotte, ne? Ich meine, dann denke ich anfangen, wieder neue Schiffe zu bauen. Manchmal auf Backup machen, ja, und die können die Schiffe stornieren. Dann gucken, was dann gebraucht wird. Situation updated. Ja, es geht eigentlich für Tier. Alles. Ja. Also die Mutalis kann man auf jeden Fall schon verbauen. Bis dahin ist der Kind noch vorbei, bis das Ding fertig ist. Also dann auch schon wieder. Ganz schön. Die Lust in meine Fresse. Ich meine, es war jetzt nicht so eine extrem große Flotte. Ich glaube, die Flotte zusammenfügen, dass die effektiver zusammenarbeiten. Ganz schön viel angelassen. Also Forerunners selbst trotz unserer ganzen Forschung noch nicht zu wirklich einfach zu besiegen. Schießen die auf die Station, Situation log updated. Situation log updated. Ja, so ein bisschen dämlich ist er da schon manchmal, hä? Ich hätte gerne noch Forschungsschiffe, das ist gerade langweilt. Das kann dann hier mal ein bisschen forschen. Vielleicht schicke ich euch mal zusammen. So, eine Flotte. Hostile fleet engaged. Verloren. So, jetzt hätte ich gerne mal nicht Königschiff, sondern meine Invasionsarmee. Ach, die ist gerade hier. Ach, okay. Flotte. Das ist doch zu. System Server complete. Nicht angreifen, zurückziehen bitte. Was ist denn das zu tun wird? Ah, hat sie getan. Da, fein, wenigstens das. Warum ihr jetzt hier seid immer. Sim. Du kannst eigentlich mal installiert werden. Research complete. Ist halt so. Hostile fleet engaged. Jo. Grenzreichweite brauchen wir eigentlich noch nicht mehr weiter zu machen, aber. Au. Situation. So, zeigt mal ja, was haben die für Armeen hier. Evading hostile fleet. Nichts Besonderes. Nicht wirklich. Jetzt kommt eine Flotte. Ja. Hopp. Jetzt geht's los. Fange ich mal an. Sagen wir mal grob 38k. Ah, da kommen nochmal 14. Schon mal 52.
System Survey complete. Jetzt wollen sie es offensichtlich wissen. Hostile Fleet engaged. Kann ich euch mal ganz kurz gucken, wie eure Schiffe aufgebaut sind? Kann ich nicht nehmen. Kann ich nicht. Na gut, dann nicht. Evading Hostile Fleet. Science Ship under attack. Wie, was, wo, was? Du da. Jupp. Was machst du denn eigentlich hier? Hostile Fleet. Na, das war's. Das ist ein Forschungsschiff, der Hühnisch, ja. Ziehen. Ja, das wird nichts mehr. Ich hätte gern ein neues Forschungsschiff. Am besten gleich hier unten. Vom Hafen Forschungsschiff. So. Hostile Fleet engaged. Station under attack. Wir haben auf jeden Fall Verluste. Nicht so knapp, würde ich sagen. So viel zu Thema, es kann nicht viel schief gehen. Ich meine, wir gewinnen, aber aua. Aua, 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 aua. Da kommt doch bitte der Reichweitenvorteil durch ihre komischen Laserwaffen. Packen wir. Verloren. War ja auch schon so viel anders. Ich meine, das waren. Das ist noch 35. Ah, sagen wir mal, guck, 30.000 noch. Construction weniger. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Jungspund. Yes. 49.000. Also haben wir jetzt schon 60.000 verloren in dem Krieg. 530 Flottenstärke noch. Eieieiei. Die Schlachtschiffe sehen teilweise ziemlich matschig aus. Ja, 70.000 verloren wahrscheinlich. Boink, 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 boink. Aber. Situation log updated. Sollte funktionieren. Oh, jetzt kurz. Ja, doch, kannst du. Aber der. Die Schlacht alleine war jetzt schon. Ja. 7. System Survey complete. Schiff hat er bauen hier. Evading hostile fleet. Kannst du nicht einfach weiterfliegen, du Vollpfosten? Enemy planet secured. Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Verdammt, so, du bist die Konstruktionsflotte, das ist natürlich richtig. Du, ja, sehr schön, du bist da. Einfach die ganze. Du kannst nicht strikt mal sagen. Projektsystem, genau. Gut, das soll es für dieses Mal erstmal gewesen sein. Wir haben ganz schön viel angelassen. Ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Flottenstärke ist noch erbärmlich. Also, ich gehe mal davon aus, wir dürften den Großteil ihrer Flotte zerlegt haben. Sieht zumindest danach aus, von dem, was ich so auf dem Scan habe, erstmal. Ja, dann würde ich mal sagen, sollte es für diesmal erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wir haben ein bisschen wieder uns erweitert. Hier drüben vor allem ist Ärger und Pakt ein bisschen weiter zusammengeschrumpft. Und jetzt halt gegen die Rakuda und Forerunners gerade den Krieg und schauen wir mal, wie das da weitergeht. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.